Herzlich willkommen zur 28. Verleihung des Eddie Awards. Gerne hätte ich auch in diesem Jahr gemeinsam mit Ihnen in Frankfurt oder einer anderen Stadt in Deutschland getroffen, aber ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum das nicht möglich ist. Ich freue mich aber umso mehr, dass wir trotz der Widrigkeiten des Lebens und des Viruses im Speziellen es geschafft haben, wieder eine tolle Jury für den Eddie zusammenzubekommen, dass wir eine super Company, super Firmen auf der Shortlist hatten und wir auch jetzt wieder in diesem Jahr eine Eddie-Verleihung feiern dürfen. Und ganz besonders freue ich mich auch, dass wir das im Rahmen des Dialog Summits heute digital gemeinsam machen. An meiner Seite begrüße ich Dr. Markus Gressler von der GKK Dialog Group und Stefan Köhler von OneTrust und noch nicht im Bild den Eddie-Gewinner. Das wollen wir aber hier mal noch nicht drüber erzählen, denn das soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Worüber möchte ich noch erzählen? Nun, Sie haben vielleicht, der ein oder andere war wahrscheinlich schon mal auf einer Eddie-Verleihung, vielleicht aber auch noch nicht. Von daher also noch mal ganz kurz ein paar Worte zum Eddie. Er wird seit 28 Jahren verliehen. Seit 2016 verleihen wir ihn aufgeteilt in die Kategorien B2C und B2B. Da gibt es aber gleich noch eine Besonderheit für heute. Und wir ehren damit Unternehmen und Marken, die in besonderem Maße die Herausforderungen an das Dialogmarketing langfristig sehr erfolgreich nicht nur gemeistert haben, sondern damit auch Maßstäbe gesetzt haben. Warum sage ich langfristig? Warum betone ich langfristig so? Nun, der Eddie, der bezieht sich nicht auf eine einzelne Kampagne. Das ist kein Kreativpreis. Es ist auch kein Preis, den ich mit einer tollen Idee gewinnen kann, sondern für den Eddie muss ich schon wirklich lange Jahre unterwegs sein und wirklich etwas aufgebaut haben. Und das ist etwas, das alle Eddie-Gewinner wirklich eint, dass sie Vorreiter sind, dass sie exzellentes Dialogmarketing machen und dieses auch als einen integralen Bestandteil ihrer gesamten Kommunikation sehen. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder auch ganz spannende Kandidaten auf die Shortlist gesetzt. Und auch in diesem Jahr waren viele spannende Kandidaten dabei. Aber man muss ganz ehrlich auch sagen, die Pandemie hat es uns auch in diesem Jahr nicht unbedingt einfacher gemacht, einen solchen durchzuführen. Dazu gleich noch ein paar Worte mehr. Wer aber in den vergangenen Jahren gewonnen hat, und das sieht man hier, das sind schon große Namen, bekannte Namen, es sind auch Namen, die, ups, jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr optimal. Es sind Namen, die, wir machen einfach weiter. Es sind Namen, die nicht alle kennen. Es sind Preisträger wie Rewe, wie Merck, wie FM, schon längst alter Name, Esprit, aber auch Otto oder vergangene Namen wie AOL. Oder auch noch ganz bekannte aktuelle Namen wie Douglas, wo wir gerade einen sehr spannenden Vortrag gesehen haben. All dies sind Preisträger des Eddies aus den vergangenen Jahren und sie sind immer Leuchttürme ihrer Zeit gewesen, ihrer Zeit voraus gewesen in der Art und Weise, wie sie einfach State of the Art mäßig Dialogmarketing gemacht haben. Und damit ein solcher Award eigentlich möglich ist, damit so etwas überhaupt funktioniert, dafür brauchen wir Partner. Brauchen wir als Verband, als DDV auch Partner. Ohne eine solche Unterstützung und ein persönliches Engagement einer der Partner wäre ein solcher Award nicht möglich. Und daher an dieser Stelle mein ganz, ganz herzlicher Dank an die GKK Dialog Group, ganz speziell an Dr. Markus Gressler, der heute auch mit dabei ist, und an OneTrust, an Stefan Köhler, der heute mit dabei ist. Ihnen beiden, Ihren beider Unternehmen, verdanken wir es, dass wir den Eddie Award auch im Jahr 2021 wieder durchführen können. Und ich möchte mich im Namen aller Teilnehmer, aber auch im Namen der Mitglieder des DDVs und sicherlich auch der Teilnehmer der heutigen Veranstaltung bei Ihnen bedanken. Ich mache jetzt mal ein Klatschen. Das ist jetzt kein tosender Applaus, aber zumindest ist es das, was ein Einzelner gerade mal schaffen kann, ohne das Mikrofon zu überfordern. Nochmal bedanken muss ich mich aber auch bei der Jury. Bei der Jury für den Eddie, die hat viel Arbeit auf sich genommen, denn der Eddie, das ist nicht ganz einfach, es ist ein zweistufiges Verfahren. Wir hatten ungefähr 40 Kandidaten auf der Einreichungen, die also eben vorgeschlagen wurden für den Eddie.
und haben in einer ersten Stufe haben wir diese 40 Kandidaten auf eine Shortlist reduziert. Auf dieser Shortlist im Bereich B2B und im Bereich B2C. Diese Shortlist-Kandidaten haben wir dann angesprochen und die mussten also eine ausführliche Präsentation einreichen, mit der sie dann auch belegen mussten, dass sie wirklich einen Eddy würdig verdienen. Und daraus haben wir dann letztendlich den Gewinner heraus selektiert. Und in dieser Jury, die Namen und die Bilder sehen Sie alle auf dem Bildschirm. Ich erspare es Ihnen jetzt, diese Namen alle vorzulegen. Aber von mir aus auch an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an diese Fachjury, die es einfach geschafft hat, aus der Menge der Einreichungen eine tolle Shortlist und dann auch einen tollen Gewinner zu wählen. Ja, danke, Markus, für das Klatschen gerade. Perfekt. Und da haben wir das. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Ich sagte, seit 2016 verleihen wir einen Eddy im Bereich B2B und einen weiteren im Bereich B2C. Das haben wir in den letzten Jahren auch konstant so gemacht. Deswegen haben wir auch zwei Laudatoren, die sozusagen das dann laudieren würden. Ich glaube, das Verb gibt es. Allerdings muss ich dazu sagen, in diesem Jahr hat die Jury sich entschieden, keinen Eddy im Bereich B2B zu verleihen. Warum das so ist und woran das liegt, das wird Ihnen jetzt gleich der Stefan Köhler erzählen. Danach wird er übergeben an Markus Gressler und er wird die Laudatio über den Bereich B2C halten. Und danach, am Ende, ich denke mal, Markus, du wirst das wieder mit einem tollen Höhepunkt zum Ende machen, werden wir erfahren, wer der Gewinner im Bereich B2C ist. Es bleibt also spannend. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese kurze Aufmerksamkeit zur Einleitung und übergebe an Stefan Köhler. Ja, vielen Dank, Martin. Einen schönen guten Abend von mir in die Runde. Schöne Grüße aus München. Einen schönen frühen guten Abend. Ich bin jetzt derjenige, der mit leeren Händen auf die Party kommt. Ich hätte gern den B2B-Eddy dabei gehabt, aber wie Sie schon gesagt haben, der wird dieses Jahr leider nicht vergeben, einfach aufgrund zu weniger Einreichungen. Und daher möchte ich gern stellvertretend von OneTrust hervorheben, dass Dialogmarketing im B2B-Bereich wirklich eines der spannendsten Aufgabengebiete sein kann und meines Erachtens auch ist und zudem auch absolut notwendig ist, um geschäftlich erfolgreich zu sein und zu bleiben. Ich glaube einfach, für Unternehmen ist es gerade heutzutage unerlässlich, langfristig und nachhaltig Dialoge und auch starke Beziehungen zu den Kunden aufzubauen. Und dafür steht ja auch der DDV, der dies erkannt hat und sich seit Jahren dafür einsetzt, dass Dialogmarketing in Unternehmen als Dreh- und Angelpunkt integriert wird. Also lassen Sie uns doch gerne da die Chance nutzen. Mit Kunden zu interagieren, ist schließlich immer gut. Und ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf jeden Fall auf jede Menge spannende Bewerbungen beim nächsten Eddy. Wir zählen da auf Sie alle, dass da sehr viele Einreichungen kommen wieder. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß zu wünschen beim Eddy weiterhin. Und dann gebe ich ab an Markus Gressler und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Viele Grüße aus München. Ja, vielen Dank. Liebe Dialog-Community, in der letzten Eddy-Saison haben wir schon Worte genutzt wie, das war außergewöhnlich, unglaublich, war noch nie da. Jetzt ist es ein Teil des New Normal, dass wir auch in diesem Jahr den Eddy ein weiteres Mal virtuell verleihen. Das hat uns Corona jedenfalls alle gelehrt. Es klappt auch digital, besser als wir das alle dachten wahrscheinlich. Corona hat aber auch noch mal gezeigt, wie ich finde, dass der persönliche Austausch, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht und die gemeinsamen Events, Martin hat es auch schon gesagt, die fehlen. Und auf diese Dialoge freue ich mich in der Zukunft ganz besonders, wenn wir das wieder machen können. Da stimme ich dem Martin zu 100% zu. Aber die Welt bleibt eben nicht stehen, trotz der Pandemie. Märkte und Dialoge haben auch in 2020 stattgefunden, wie wir gleich sehen werden. Wir haben doch alle gesehen, wie wichtig gute Kommunikation und wie wichtig gute Dialoge sind, insbesondere in der Pandemie. Deswegen wollen wir auch in diesem Jahr die Macher exzellenter Dialogkommunikation feiern. Wir wollen ihre Arbeit wertschätzen und wir wollen diese Arbeiten eben auch zeigen. Und eine glückliche Fügung wollte es dieses Jahr so, dass der diesjährige Gewinner nicht nur die Kriterien des Eddy besonders gut erfüllt, sondern auch vor dem Hintergrund der Pandemie besonders gut geeignet ist, der Eddy-Gewinner des Jahres 2021 zu sein. Der Preisträger kommt aus dem Gesundheitsmarkt. Seine Zielgruppe der Diabeteskranken stellen rund 30% der Pandemieopfer in Deutschland dar.
und sind dadurch besonders betroffen von Covid-19. Gleichwohl haben gut eingestellte Patienten ein geringeres Risiko, an SARS-CoV-2 zu erkranken. Die Angebote des Preisträgers sind also nicht nur aus der Dialogmarketing, sondern eben auch aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive auszeichnungswürdig. Deswegen geht mein herzlicher Glückwunsch an das Team von Abbott. Stellvertretend richte ich die Glückwünsche des DDV und der Jury des EDI an Herrn Jens Lemke von Abbott. Einer unserer Anliegen mit dem EDI ist es eben auch, das Interesse der Fachöffentlichkeit auf gutes Dialogmarketing in allen Märkten und für viele Geschäftsmodelle zu richten. Der Kollege hat es eben, Herr Köhler hat es eben schon gesagt, in den letzten Jahren hatten wir im B2C-Bereich mit Rewe, Douglas und der Deutschen Bahn Dialogmarketing-Programme, die wir alle kennen und die eher den Massenmarkt ansprechen. In diesem Jahr zeichnen wir mit Abbott einen Anbieter aus, der sein Dialogmarketing auf eine ganz spezielle Zielgruppe mit ihren individuellen Bedürfnissen ausrichten darf. Und auch hier zeigt sich, dass Dialogmarketing wunderbar funktioniert und seine Kraft entfalten kann. Die Kriterien des EDIs sind ein langfristiger Betrachtungszeitraum. Die Kollegen von Abbott machen das eben auch schon lange, seit 2013, also eben über die geforderten 5 Jahre. Dialogmarketing muss nach unserem Verständnis bestenfalls den kompletten Kundenlebenszyklus, Kundengewinnung, Aufbau, Bindung und Rückgewinnung betrachten. Und Abbott hat hierbei in kurzer Zeit eben mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen. 2015-16 waren sie noch sehr Sales- und Promotion-orientiert. 2017-18 hat man sich auf segmentiertes Storytelling fokussiert. Und 2019-20 war dann der Schritt hin zur serviceorientierten One-to-One-Kommunikation. Der Dialog muss crossmedial kundenzentriert sein und auf eine möglichst innovative Art und Weise erfolgen. Abbott nutzt alle Möglichkeiten moderner und zum Produkt passender Customer Touchpoints, wie man das heutzutage so schön sagt. Es gibt eine Community, es gibt Facebook, es gibt E-Mail, es gibt E-Commerce, Video, E-Learning-Plattformen, also alle möglichen Tools, um eben der Zielgruppe einen Mehrwert zu bieten. Dabei begleitet Abbott nicht nur den Patienten selbst, sondern stellt auch, und das fand ich besonders schön, dem von der Krankheit betroffenen Umfeld Informationen und Services bereit, um mit der Situation entsprechend umzugehen. Und last but not least muss der Schwerpunkt der Tätigkeit in Deutschland erfolgen, was bei Abbott ebenfalls der Fall ist. Dialogmarketing schafft Unternehmenswerte, das konnten wir dieses Jahr auch mit unserer Studie Dialogexzellenz im DDV wunderbar zeigen. Und auch bei Abbott hat das Dialogmarketing zum Erfolg beigetragen. Abbott ist ein wahrer Disruptor seiner Branche. Mit Abbotts Freestyle Libre Produkt mischen sie den Markt für Glukosemonitoring auf. Der sogenannte CGM-Umsatz hat im zweiten Quartal 2019 einen Rekordwert von fast 1 Milliarde US-Dollar erreicht, was einen Anstieg von 45% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei entfällt etwa die Hälfte der Umsätze auf die USA und die anderen Hälfte auf den Rest der Welt. Einer der Treiber für den Markt ist Abbotts Freestyle Libre. Dieses System erzielt mehr als die Hälfte des Marktwachstums und hat inzwischen einen Marktanteil von 55% am Gesamtumsatz. Also ich würde das als Disruptor bezeichnen. Und es ist kaum zehn Jahre her, da wurde Glukosemonitoring von der Blutzuckermessung mit Teststreifen dominiert, mit einem Jahresumsatz von 3 Milliarden Dollar. Inzwischen ist der Markt auf unter 1 Milliarde abgesackt, während der Jahresumsatz von diesen Monitoring-Möglichkeiten von Abbott auf über 4 Milliarden Grenze geknackt hat. Also ein beachtliches Marktwachstum. Und was hat Dialogmarketing damit zu tun? Jeder zweite Kampagnenteilnehmer konnte als registrierter Nutzer gewonnen werden. Die Unique-Öffnungsrate im E-Mail-Marketing liegt zwischen 75% und 90%. Abbott hat über 12% Winback-Conversions und der Bekanntheitsgrad von Freestyle Libre wurde auf über 74% gesteigert. Und zu guter Letzt liegt die Empfehlungsrate bei über 97% bei den Kunden. Und ich habe den Herrn Lemke gefragt, was ist denn so ein besonderes Highlight, was er denn mit seinem Produkt oder mit Dialogmarketing verbindet? Und dann hat er mir eine ganz tolle und rührende Geschichte erzählt, wie ich finde. Und zwar, sein Sohn ist wohl auch betroffen von der Diabeteskrankheit. Und er sagt, früher war das wirklich eine Krankheit und du warst sozusagen in Anführungszeichen behindert und hattest einen Malus. Und jetzt mit dieser neuen tollen Technologie hast du ein cooles Gadget auf deinem Handy und bist plötzlich jemanden, der ein tolles Tool an der Hand hat und bist eigentlich ein digitaler Vorreiter. Und das hat ihn ganz besonders bewegt und motiviert, eben auch tolles Dialogmarketing für diese Marke zu machen. Also von unserer Seite, wir haben das mit großer Begeisterung uns angucken dürfen. Ich freue mich jetzt auf die Präsentation und von der ganzen Jury nochmal herzlichen Glückwunsch zum EDI B2C 2021 und wir freuen uns jetzt auf die Präsentation. Ja, vielen Dank, Markus, für die tolle, sehr freundliche Anmoderation und Laudatium. Mein Name ist Jens Lemke. Ich verantworte als Head of CRM zusammen mit dem Team Relationship Marketing für den Bereich Diabetes Care bei Abbott.
Folgend ein kurzer Einblick bzw. ein Beleg. Für den Einblick hat ja Herr Dr. Kressler schon gegeben, aber ein Beleg für die Entwicklung in Deutschland in den letzten 7 Jahren. Was uns wichtig ist, dass wir darstellen, warum wir was tun. Weil wir sind der Überzeugung, dass Menschen mit Diabetes die Freiheit haben sollten, ein gesünderes und aktives Leben zu führen. Darum helfen wir ihnen beim einfachen und effektiveren Umgang mit ihrer Gesundheit durch Produkte, die präzise Daten liefern und fundiertere Entscheidungen ermöglichen. Bis 2013 wurde Diabetes vornehmlich durch Blutzuckermessung, sprich Blutigmessung, betrieben. Über die Jahre wurden die Messgeräte zwar kleiner und handlicher, jedoch lieferten sie lediglich einen Datenpunkt per Messung. Also ein punktueller Einblick, jedoch kein Überblick. So, wie war der Blutzuckerspiegel in den letzten Stunden und wie wird er sich entwickeln? Dies ist jedoch kritisch für Entscheidungen über die Zuführung von Insulin und Kohlenhydrate. Ende 2013 wurde mit Freestyle Libre ein sensorgesteuertes Messsystem auf den Markt gebracht, welches eine schmerzlose, unblutige, 100%ige Datenübersicht für den Anwender mittels eines einfachen Scans ermöglicht. Damit ist es möglich, die kontinuierliche Historie der Glukosewerte und zudem einen Trend, einen Ausblick für die nächsten 30 Minuten zu erhalten. Eine große Hilfe für die Betroffenen, Entscheidungen zu treffen. Der Anfang der unblutigen Revolution war eine unbranded Pre-Launch-Kampagne, um Aufmerksamkeit zu erwecken und Leads zu generieren. Allerdings kurz nach Launch wurden wir bereits Opfer unseres eigenen Erfolges. Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage musste der Webshop bereits nach kurzer Zeit für Neukunden geschlossen werden, um die Belieferung der Bestandskunden nicht zu gefährden. Dazu wurde eine Warteliste für Interessenten geschaltet und regelmäßig Updates versendet. Mittels einer immerhin 6-stufigen Kampagne wurde nach Wiedereröffnung die Interessenten zum Kauf eingeladen, mit dem Ergebnis, dass mehr als jeder zweite Registrierte als neue Verwender eben gewonnen werden konnte. Folgend ein Abriss, wie sich die Markenkommunikation und die Tonalität verändert hat. 2015 und 2016 war das sehr auf den Verkauf getrieben mit hoher Sales Conversion, aber eben auch erfolgreich. Dann die nächsten 2 Jahre haben wir die Kommunikation verlagert auf Storytelling mit einem Fokus für die, wie wir neudeutsch ja auch sagen, Benefits für den Anwender. Zielgruppenspezifisch, beispielsweise getrennt für Beginner und erfahrene Anwender. Danach, 2019 und 2020, steht nun im Mittelpunkt Service und Unterstützung des Nutzers im Management seines persönlichen Diabetes. Wir wollen Teil sein, aber was bedeutet das? Als Beispiel motivieren wir Anwender, ihre eigene Geschichten mit uns und anderen Menschen mit Diabetes zu teilen. Also Markus hat ja bereits meine eigene Geschichte erzählt oder die von meinem Sohn. Und das sind Geschichten, die letztendlich anderen Anwender inspirieren und Kraft geben. Und dafür haben wir eine Community aufgebaut, beziehungsweise bauen die immer noch auf, in The Zone. In The Zone bedeutet das, das ist die Zone mit den weder zu hohen noch zu niedrigen Blutzuckerwerten. Die Strategie dahinter ist eine sogenannte Win-Keep-Win-Back-Strategie. Nach unserer Erfahrung bindet nur relevante Kommunikation den Kunden langfristig. Dialog bedeutet ja auch zuhören, lernen und wenn möglich entsprechende Angebote zu machen. Beispielsweise einige Anwender vermissten eine Alarmfunktion für sehr niedrige oder hohe Werte. Mit einem Testangebot für die neue Sensorgeneration Freestyle Libre 2 mit Alarmfunktion konnten wir viele nachhaltig davon überzeugen. Freestyle Plus Ich ist ein 2020 gestartetes Programm mit spezifischen für Kundensegmente zugeschnittene Angebote, sozusagen Infotainment verbunden mit einem Belohnungssystem. Auch wenn E-Mail-Kommunikation wichtig ist und wir vergessen nicht, dass zum Beispiel Facebook immer noch der größte Versender von E-Mails ja ist,
ist 360 Grad Dialogmarketing nötig, insbesondere bei einer heterogenen Zielgruppe wie unserer in den verschiedenen Altersklassen, Lebenssituationen und in den verschiedensten Stadien ihrer spezifischen Customer Journey. Jährlich werden webbasierte Kundenzufriedenheitsumfragen durchgeführt, Einladungen via E-Mail mit sehr hohen Teilnahmequoten, mit bis zu 30%. Warum machen wir das? Diese Umfragen geben sowohl den Anwendern die Möglichkeit, uns ihr Feedback zu geben, aber auch uns, Appet Freestyle Team, die spannende Gelegenheit, dem Nutzer zuzuhören und zu lernen. Vielen Dank an die Jury für ihre so positive Einschätzung unserer Dialogstrategien und Aktivitäten der letzten Jahre. Natürlich gilt auch mein Dank und unser Dank auch dem DGV für die Nominierung und die Organisation dieser tollen Preisvergabe. Wir bei Appet Deutschland sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und verstehen dies als Aufforderung, in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen für und mit unseren Kunden. Und als letztes mein Dank an das Appet-Team, man muss mir das nachsehen, aber das ist alles Teamwork und eine Gemeinschaftsleistung. Und erst das ermöglicht den Erfolg über, wenn man so will, ja, 7 Jahre. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Und damit gebe ich zurück an Herrn Nitzsche. Jens Lemke, zunächst einmal ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch im Namen des DDVs. Ich weiß nicht, wie das Ihnen als Zuschauer gerade ging, euch als Zuschauer gerade ging, aber 75-90% Öffnungsquoten auf E-Mails. Ich weiß, dass das eine Zahl ist, die viele erstmal sauber mit den Ohren schlackern lässt. Ich glaube, wir haben nicht nur wegen dieser Öffnungsquote, sondern wenn man sich diese Story mal anschaut, einen ganz, ganz würdigen Gewinner gefunden für den Eddie 2021. Also es ist einfach unglaublich, was dort geleistet worden ist an Aufbauarbeit, aber auch wie toll das Thema datengetriebenes Dialogmarketing, Data-Driven Marketing per se aus Daten heraus gebildet ist. Das Produkt selber liefert ja hier schon die Daten. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für ein tolles Dialogmarketing. Insofern ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Normalerweise würde ich jetzt die schwere Eddie-Trophäe nehmen, muss sie mal hochhalten virtuell und rübergeben, diese Richtung, darüber, so, und jetzt könnten Sie sie nehmen. Ja. Geht leider nicht. Sie ist auf dem Postweg. Sie ist dem Corona-Wirren auch etwas später produziert worden, weil nun gerade auch in dem Betrieb, der sie produziert, leider Corona ausgebrochen ist. Ja, so ist das halt in diesem Jahr. Es ist alles etwas anders, als es ist. Aber sie kommt, sie ist auf dem Weg und wir freuen uns, dass Sie sie in den nächsten Tagen erhalten werden. Was mich aber zu einer Frage bringt, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit und wir haben gesagt, wir würden gerne das Publikum auch mit einbeziehen. Wer also eine Frage hat, das ist nicht wie bei einer Hochzeit, möge sie jetzt stellen oder für immer schweigen, aber jetzt ist eine Chance, es aktiv zu tun. Und ich fange einfach mal an. Covid-19, Corona war eben schon wieder das Thema. Ich könnte mir vorstellen, bei Ihrer Zielgruppe, die letzten 12 bis 15 Monate waren auch, was das Dialogmarketing von Appet angeht, eine ganz besondere Zeit, oder? Ja, natürlich nicht nur intern für die Arbeitnehmer, sondern vor allen Dingen in Sorge auch unser Anwender, ja, und wer Diabetiker ist. Und bei uns haben die meisten im Umfeld Diabetiker. Ja, das ist ja die Volkskrankheit, ja, eine der größten. Ja, 10% der Bevölkerung hat in irgendeiner Form Diabetes. Alles, was unsicher macht, und Covid-19 bedeutet ja Unsicherheit, das treibt die Leute um. Und wie können wir unterstützen? Und wir haben uns konzentriert in der Kommunikation auf die Remote Services. Also zum einen haben wir die Kommunikation etwas umgestellt. Also unser, ich gehe jetzt mal aufs Englische, unser Claim ist You can do it. Und dann haben wir erweitert mit You can do it remotely. Ja, das war sozusagen die kommunikative Strecke und begleitet haben wir es mit entsprechenden Services. Wir haben eine Applikation, nennt sich Leap Review. Damit kann man seine Messungen, also die sogenannten Reports, an seinen Arzt bzw. die Diabeteskrankenschwester weiterleiten, sodass man, wenn man so will, eine Art Telemedizin hat. Zum anderen haben wir eine weitere App, Leap Link Up App,
die es ermöglicht, zum Beispiel seine Kinder oder aber auch andere außerhalb seines Haushalts, zum Beispiel Eltern, die älter sind, vielleicht auch in einem Heim sind, remote zu monitoren. Man kann also die Diabeteswerte erfahren auf dieser App und im Zweifelsfall handeln und unterstützen. Das finde ich klasse. Wenn ich mir überlege, Nike würde den Slogan von Just Do It in Just Do It at Home ändern. das finde ich, das hat schon was. Also das geht ja so ein bisschen auch an die Marke heran, in so einer Zeit den Claim dann auch so ein bisschen anzupassen und damit ein Zeichen zu setzen. Das finde ich ist auch schon mal wieder ein Zeichen für Flexibilität. Eine andere Sache ist die, und das hatte der Stefan ja vorhin gesagt, wir haben dieses Jahr kein Eddy B2B vergeben können. Wir hatten relativ wenig auf der Shortlist. Noch schwieriger war es allerdings, dass diejenigen, die auf der Shortlist waren, sich außerstande sahen, aufgrund von Covid-19 dann wirklich auch eine aussagekräftige Präsentation zusammenzustellen. Ich habe dafür viel Verständnis. Ich freue mich trotzdem auf das nächste Jahr, wo wir sicherlich wieder einen verleihen können. Aber auch Abbott war ja ein B2B-Geschäftsmodell, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, Sie sind eigentlich vor 10 Jahren, hätten wir bei Ihnen noch kommen müssen und fragen können, wollen Sie nicht den Eddy B2B gewinnen? Wahrscheinlich hätten Sie damals sagen müssen, Dialogmarketing machen wir nicht. Aber das heißt, das B2C-Geschäftsmodell von Abbott ist quasi zusammen mit dem Dialogmarketing entstanden oder umgekehrt. Das ist in der gleichen Zeit jetzt in diesen vergangenen 8 Jahren entstanden? Es gab die Entscheidung 2013, also die Fragestellung war einfach, wie wollen wir das Produkt vertreiben? Ja, gehen wir über Apotheke, gehen wir über die Ärzte, über die Krankenkassen oder machen wir Direktvertrieb? Und ich glaube, das war ein Teil der Revolution, also einen anderen Teil der Revolution, dass wir den Direktvertrieb gewählt haben. Das bedeutet aber auch, dass wenn mittlerweile die meisten Diabetiker in Deutschland Kunden von uns sind und ein E-Commerce-System nutzen können, dass sie natürlich auch entsprechend Kommunikation bedürfen. Das heißt, wir mussten neben der Entscheidung für E-Commerce auch eine Entscheidung treffen, die Kommunikation ganz anders aufzubauen. Also ein ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich arbeite sehr viel in amerikanischen Unternehmen, Campaign Management, also mit automatisierten Kampagnensystemen, dass wir die Daten, die wir generieren, eben nutzen, zielführend Kommunikation betreiben und diese Kanäle auch ausbauen. E-Mail ist ein wichtiger Teil, aber Sie wissen ja die verschiedenen Zielgruppen. Wenn ich ältere Leute habe, die vielleicht nicht so affin sind, Die brauchen einen gedruckten Brief und dann haben sie die jungen Leute mit der SMS und so weiter. Das heißt App, SMS, E-Mail, auch Call, Outbound, Inbound Call, das spielt alles eine Rolle. Das müssen sie aufbauen, das passiert nicht über Nacht. Ja. Das Ganze ist eine Reise, so wie die Anzahl der Kunden zunimmt, so nimmt auch die Bedarfe der Prozesse werden verändert. Aber wird das honoriert, auch gerade von den Kunden. Die Zahlen sind ja beeindruckend. Da bin ich wieder bei dem, was Markus auch in seiner Laudatio erwähnte. Ich sag mal, ich glaube, es gibt nur wenige Unternehmen, die so direkt wie Sie den wirtschaftlichen Erfolg dann auch mit dem Dialogmarketing verknüpfen müssen. Also wir haben eine intensive Studie im DDV dazu gemacht. Markus, du hast das federführend begleitet, wo wir mit Wissenschaftlern gemeinsam überhaupt erstmal erforscht haben, wie man den Zusammenhang zwischen Dialogmarketing und dem wirtschaftlichen Unternehmenserfolg überhaupt mal darstellen und auch messen kann. Wenn ich das bei Abbott sehe, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Solange man das mal so einen Case macht, ist es ja ein sehr, sehr klarer Case. Denn es ist ja direkt also Teil des Unternehmensmodells geworden. Ohne das wären Sie ja gar nicht in der Lage, überhaupt Ihr Geschäftsmodell so zu betreiben. Das ist auch eine Entwicklung. Also zum einen zu den Zahlen. Abbott ist generell etwas zurückhaltend mit Zahlen. Dankenswerterweise hat die Rolle jemand anders übernommen. Wir würden jetzt nur sagen, wir sind Marktführer. Wir sind die Nummer 1 seit Anfang 2020. Das ist natürlich auch eine Verantwortung. Ja, da kann man nicht mal einfach nur angreifen, testen und lernen, sondern da ist entsprechend die Herausforderung eine andere. Aber natürlich ist das ein wichtiger Faktor, sozusagen ein Schlüssel,
Und es geht darum, relevant zu sein, Relevanz im Service und der Kommunikation. Das muss alles einhergehen, weil wenn Produkterfahrung, User-Erfahrung, also User Experience, Brand Experience und Product Experience, das muss zusammengehen. Und dann haben Sie eigentlich auch schon die Antwort, dass Dialogmarketing sicherlich eine Säule ist, aber auch nur eine Säule. Wenn die Brand nicht funktioniert, bei uns geht alles um Trust. Das ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel für den Diabetiker, sein tägliches Leben zu managen. Also braucht er das Vertrauen. Das Produkt muss funktionieren, aber auch der Hersteller, ja, wie er kommuniziert. Ich habe ja eingangs gesagt, wir hatten eine Phase, dass uns das überrollt hat. Ja, wir hatten einfach nicht so viel erwartet. Der Druck, den wir mit der Pre-Launch-Kampagne erzeugt haben, der kam auf uns zurück. Und dann müssen sie reagieren. Da haben sie auch Enttäuschung. Ja, sagen, wie jetzt macht er mir den Mund wässrig, jetzt will ich es haben und was ist los? Und dann müssen das sie glaube ich, ja. sehr vorsichtig sein. Sie dürfen die Ärzte nicht verprellen, sie dürfen die Kunden nicht verprellen, sie dürfen nicht das Vertrauen gerade am Anfang verspielen, nach und nach. Deshalb auch der Aufbau mit Community und Kunden, die für uns ja auch Botschafter sind. Ja, also es geht auch mal was schief, ja, aber wenn in Facebook jemand was postet, und ich rede jetzt nicht von eigenen Kanälen, sondern von privaten Kanälen beziehungsweise öffentlich zugänglichen Gruppen, dann greift die Community ein und erklärt, ja, und sagt, ja, du hast Callcenter war besetzt, aber wir haben super Erfahrungen damit und dann gleicht sich das aus. Aber das ist natürlich ein Resultat einer, wie Sie schon sagen, einer langjährigen Investition von einem ganz großen Team. Danke, Jens Lemke. Ich habe gesehen, der Stefan Köhler hat freudig gelächelt, als du sagtest, Trust ist der Kern. Das ist klar, wenn die eigene Marke One Trust heißt. Und ich habe gesehen, wie Markus eben gerade innerlich noch ein Stück größer wurde, als Jens sagte, naja, es muss zusammenpassen, Brand Experience, Product Experience und User Experience. Ich glaube, das ist eigentlich das finale Wort für eine Eddie-Verleihung, wenn tatsächlich das Produkt, die Kommunikation und das Kundenerlebnis, das Serviceerlebnis zusammenkommen, dann führt das zu tollem Dialogmarketing und am Ende des Tages dann auch zu einem tollen wirtschaftlichen Erfolg. Und von daher ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Abbott nochmalig verdientermaßen den Eddie 2020. Vielen Dank an alle. Herzlichen Dank bei den Teilnehmern. Ich weiß, dass es jetzt noch weitergeht. Ich treffe einige von Ihnen euch jetzt im CMO-Circle. Andere treffen wir uns auf Gathertown. Also bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, überlegen Sie jetzt schon mal, wen Sie nominieren könnten für den Eddy des nächsten Jahres. Denn nach dem Eddy ist vor dem Eddy. Und wir sind schon wieder auf der Suche nach möglichen Nachfolgern von Abbott. Entschuldigung, Jens, aber ist halt so. Jetzt wird schon euer Nachfolger gesucht. Also, wenn Sie Ideen haben, wen Sie B2B oder B2C für den Eddy 2022 nominieren können oder wollen, dann bitteschön. Herzlichen Dank, Stefan Köhler, OneTrust. Herzlichen Dank, Markus Gressler, GKK. Und ganz herzlichen Dank an Jens Lemke, Abbott. Und herzlichen Dank Ihnen und euch allen, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Dankeschön, tschüss.